Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Willkommen zu Extra 3. Hier ist der Sinn der Woche. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Willkommen. Es ist Mittwochabend. Ja, liebe Zuschauer. Alle hacken sie ja zurzeit auf dem Verfassungsschutz rum, aber ich frage mich, kann man das Ganze nicht auch mal positiv sehen? Unser Land gibt auch Geringqualifizierten eine Chance. Ja? Menschen, die sonst nirgendwo unterkommen würden. Beim Verfassungsschutz können sie ohne weiteres Karriere machen. Bei so einem Job wie Ratsherr zum Beispiel ist das nicht ganz so einfach. Da müssen wirklich ganz bestimmte Eignungskriterien erfüllt sein. Das schafft nicht jeder Ratsherr. Martina Hauschild über einen Hausmeister, der Ratsherr werden möchte. Frank Marx ist Hausmeister an einer Schule in Basinghausen. Und Frank Marx ist gerade in den Stadtrat gewählt worden. Da gibt es nur ein Problem. Die Stadt hat mir geschrieben, nur wenn ich meinen Hausmeisterjob aufgebe, dann kann ich das Ratsmandat annehmen. Blöd, aber das kann der Bürgermeister von Basinghausen auch nicht ändern. Denn in der niedersächsischen Gemeindeordnung steht: Grundsätzlich können Mitarbeiter der Stadt Basinghausen nicht kandidieren. Die Ausnahme sind Leute, die überwiegend körperlich tätig sind. Tja, und ob Hausmeister überwiegend körperlich tätig sind, muss erstmal genau geprüft werden. Darum hat die Stadt Basinghausen alle Tätigkeiten von Herrn Marx analysiert und aufgelistet. Da ist der Schließdienst Schule eine nicht körperliche Tätigkeit von 45 Minuten am Tag. Na, Herr Marx, wie nicht körperlich, also geistig, ist das denn? Also es ist eine routinemäßige Arbeit, die also nicht unbedingt sehr viel geistige Betätigung bedarf. Zu den geistigen Tätigkeiten zählen auch Botendienste. 90 Minuten täglich. Wenn also Herr Marx einen Karton in ein anderes Gebäude trägt und dabei noch einen Schaden meldet, dann ist das auch... Da kann man natürlich drüber streiten, ist der Botengang zu der Gebäudewirtschaft, wo er einen Schaden mitteilt, ist das geistige Arbeit oder ist das körperliche Arbeit? Zur geistigen Tätigkeit gehört übrigens auch Verstopfung beseitigen. Warum eigentlich? Das steht da drin als geistige Tätigkeit. Naja, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Doch, da steht Verstopfung beseitigen, 30 Minuten körperlich und 30 Minuten nicht körperlich am Tag. Na, Herr Marx, wie geistig ist denn diese Arbeit? Dabei muss ich mit Sicherheit nicht besonders viel nachdenken. Und da haben die Menschen im Rathaus auch noch mal nachgedacht und entschieden, dass ein Hausmeister doch nicht so geistig arbeitet. Herr Marx arbeitet in meinen Augen jetzt überwiegend körperlich und deswegen kann er auch kandidieren oder kann auch im Rat sitzen. Das ist nach vielen Prüfungen festgestellt worden. Nach vielen Prüfungen darf Herr Marx jetzt doch Ratsherr werden. Toll. Ich bin natürlich gespannt, ob meine Ratsarbeit jetzt mehr körperliche oder geistige Arbeit sein wird. Ich freue mich jedenfalls darauf. Wir sind auch gespannt, Herr Marx. Rufen wir uns an, wenn wir es herausgefunden haben. Ein Geheimdienst ist ja eine Behörde, die im Geheimen arbeitet, wie der Name schon sagt. Geheimdienst. Und der deutsche Verfassungsschutz macht das so perfekt, da kann man nur den Schlapphut ziehen. Ja? Was die wussten über rechten Terror, haben die sowas von geheim gehalten, da kam nichts an die Öffentlichkeit, gar nichts. Klar, sonst wäre es ja auch kein Geheimnis mehr gewesen. Inzwischen fragen sich viele, ob beim Verfassungsschutz in den letzten 10 Jahren überhaupt jemand gearbeitet hat. Die Antwort lautet ja, klar, aber wahnsinnig heimlich. Die haben sogar bewusst falsche Fährten gelegt. Noch im Juli diesen Jahres sagte Innenminister Friedrich, Straftaten, bei denen Gewalt ausgeübt wird, gibt es mehrheitlich bei den Linksextremisten. Entsprechend hat der Verfassungsschutz Menschen beobachtet, wie zum Beispiel Bodo Ramelow. Kein Witz, Bodo Ramelow von der Linkspartei. Also wenn der kein Top-Terrorist ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Bin Laden, Carlos, Bodo Ramelow, die wurden ja praktisch immer in einem Atemzug genannt. Ja? Bodo Ramelow. Und ich wette, die Margot Käßmann hatten sie auch im Visier. Ja. Und Rolf Zukowski auch. Ja. Und Benjamin Blümchen sowieso, natürlich.
Um die Rechtsradikalen musste man sich nicht so kümmern, denn die sind ja dumm und unorganisiert. Und natürlich ist es viel gefährlicher, wenn jemand schlau und organisiert mordet, als dumm und unorganisiert. Für die Opfer mag das keine Rolle spielen, für den Verfassungsschutz durchaus. Das hier ist übrigens die Standardausstattung unseres Inlandsgeheimdienstes. Ja? Die Spezialausgabe der ÖBS zum Thema Geheimdienst. Alles dabei. Alles dabei, was deutsche Verfassungsschützer brauchen. Eine Zeitung, aber natürlich nicht eine gewöhnliche Zeitung. Nein, eine Zeitung mit Loch. Dann hier ein Periskop, mit dem man um die Ecke schauen kann. Funktioniert komischerweise nur mit der linken Ecke. Mit der rechten Ecke ist es ein bisschen schwierig. Ja, und dann, ganz wichtig, die Tarnung, damit man nicht auffällt in der Menschenmenge. Ne? Ist alles hochprofessionell, die merken das schon. Ne? Hochprofessionell, fällt überhaupt nicht auf. Alles in diesem Hübschummer. So. Ja. Und das hier, das ist der Leitfaden für deutsche Geheimdienste. Da steht alles drin, was die wissen müssen. Schauen wir mal rein. Die wichtigsten Regeln, genau. Erstens, Gewaltdelikte gegenüber Ausländern sind natürlich immer Einzelfälle. Immer. Ja, zweitens, wenn es eine Serie ist, sind es eben viele Einzelfälle. Drittens, wenn ein Ausländer ermordet wird, war es natürlich normalerweise wer? Genau, ein Ausländer. Logisch. Die bringen sich ja immer gegenseitig um. Kennt man doch. Solche Taten passieren immer innerhalb des eigenen Milieus. Ist absurd, oder? Das ist, als hätte man nach dem Mord an Herrhausen gesagt, wahrscheinlich war es jemand von der Sparkasse. Soll man jetzt die NPD verbieten? Die Verfassungsschützer sagen, geht gar nicht. Die sind zu eng verflochten. Die NPD ist ja sowas wie der parlamentarische Arm des Verfassungsschutzes. Und ja, inzwischen schon. Und es wäre einfach schade, die gute und reibungslose Zusammenarbeit da ganz plötzlich zu beenden. Wie geht es zu in dieser Behörde, die ihre Geheimnisse so eisern hütet? Julian Amerschi. Das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ganz oben im 8. Stock arbeitet Harald M. Pünktlich um 9 Uhr beginnt er seinen Job als Terrorfahnder. Hallo Leute. Boah, hab ich heute wieder keinen Bock auf Arbeiten. Akribisch wird in der Behörde nach Terroristen gefahndet. Hey. Hallo. Wo sind die Nazi-Akten? Die du lesen solltest, die über den geplanten Terroranschlag. Keine Ahnung, hab ich nicht mehr. Egal, für lästige Aktenarbeit bleibt als Ermittler oft keine Zeit. 13 Uhr, Erfurter Innenstadt. Ein Treffen mit einer Informantin. Na, Schätzchen, mögen Sie Sushi? Hören Sie mal, Signaltüte. Haben Sie die Dokumente gelesen? Eine Nazi-Bande plant einen Bombenanschlag. Hm? Ach komm, sowas würden Nazis niemals tun. Und auf Harald M. wartet schon der nächste Termin. 16 Uhr. Er schleust sich als verdeckter Ermittler erfolgreich in die braune Szene ein. Eine gelungene Mission des Verfassungsschutzes gegen den braunen Sumpf. Harald M. hat es mal wieder geschafft. Konnten Sie den Anschlag wirklich verhindern? Na klar, wir haben die Lage hier vollkommen im Griff. Dank des deutschen Verfassungsschutzes können sich die Bürger wieder sicher fühlen. Sagen, das Privatleben von Politikern geht keinem was an. Dass die Sarah jetzt was mit dem Oscar hat, also ich hätte das auch nicht wissen müssen. Muss man denn alles erfahren? Ja, dass sie auf ältere Männer steht, war eh immer klar. Hier. Ja, Marx und Engels, fand sie immer schon toll. Und der Spiegel hat ja 2009 schon über die beiden berichtet. Ich zitiere mal wörtlich. Die Kommunistin Sarah Wagenknecht, intime Kennerin von Lafontaines Positionen, und nicht nur in Streitfragen auf Augenhöhe, verlangt wie er regelmäßig französische Verhältnisse. Das ist widerlich. Der Spiegel! Warum schreibt der Spiegel sowas? Mann! Die Bilder kriegen nicht auf den Kopf raus. Der Spiegel. Das war mal ein seriöses Nachrichtenmagazin, der Spiegel. Sowas kennt man nur von Seite 1 der Bild-Zeitung. Klar, es ist wahrscheinlich doch irgendwie ein Politikum. Natürlich, der ehemalige Vorsitzende einer Partei hat was mit der stellvertretenden Vorsitzenden. Okay, wenn Helmut Schmidt was mit Klaus Wowereit anfängt, das würde man ja auch erfahren wollen. Nee, man würde es nicht erfahren wollen. Mann. Aber Ihnen gefällt das hier, ne? Sie finden das irgendwie, Sie finden das interessant. Sie wünschen sich,
Ich hab's direkt am Anfang gemerkt. Ja, ja, Sie wollen sowas. Sie wollen mehr Gefühl in der kalten Politik, mehr Romantik. Bitte. Dann hier, Sarah und Oskar, das Musikvideo. Und achten Sie mal auf Sarahs Augen. Stell dir vor, es ist CDU-Parteitag und keiner erkennt ihn. Die CDU verändert sich gerade in atemberaubendem Tempo. Der ganze neumodische Kram, mit dem Angela Merkel ihre Partei belästigt, der stößt ja nicht bei allen auf Gegenliebe. Oh nein. Atomausstieg, Frauenquote, Euro-Rettungsschirm, Homo-Ehe, jetzt auch noch Mindestlohn. Da fragt sich so mancher Konservative, wo bleibt denn da bitte das Profil? Wo sind sie denn hin, die ganzen konservativen Werte? Sie erinnern sich, diese konservativen Werte. Wie Nationalismus, Schwulenfeindlichkeit, Marktgläubigkeit, Militarismus, Bigotterie, Frauenfeindlichkeit. Diese ganzen konservativen Werte, sie sind nicht mehr da. Unsere Reporterin Caro Corneli war beim Parteitag der CDU in Leipzig, aber irgendwie ist sie da so ein bisschen durcheinander gekommen. Hier in Leipzig trifft sich die Linke zur politischen Standortbestimmung. Die Themen auf dem Parteitag der Sozialisten, wie zu erwarten, endgültiger Atomausstieg, Abschaffung des Wehrdienstes und eine stärkere Bankenkontrolle. Welche Forderungen dieses Parteitags sind denn für Sie als Kommunistin besonders wichtig? Das war vor allen Dingen das Thema Mindestlohn. Da bin ich sehr froh, dass wir zu dieser Kompromisslösung jetzt gefunden haben. Aber der Mindestlohn ist für die Linken nur der Anfang auf dem Weg zum Kommunismus. Am Ende muss das bedingungslose Grundeinkommen stehen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger. Es ist durchaus möglich, dass also das für die Zukunft in der Tat noch mal sehr heiß diskutiert werden wird. Höhepunkt des Parteitages, Gesine Lötsch betritt das Podium und schmettert ihre altbekannten sozialistischen Parolen. Wir haben Gier erlebt, wir haben Zockerei erlebt, wir haben Casino-Kapitalismus erlebt. Und das alles ist das Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft. Doch es gab auch Zeit für Privates. Am Rande des Parteitages äußerte sich Sarah Wagenknecht erstmalig zu ihrer Beziehung mit Oskar Lafontaine. Wie lange sind Sie tatsächlich schon mit Oskar Lafontaine zusammen? Ich bin also kein SPD-Mitglied. Ich bin also nicht Lafontaine, nicht mit ihm zusammen. Mit Frau Merkel bin ich zusammen. Was sagt Gregor Gysi dazu, Frau Wagenknecht? Bitte? Erschreckendes Detail. Bei den Antikapitalisten von der Linken kostet dieser rote Saft 4 €. Herr Ulbricht, ist die Partei schon bereit für den Wahlkampf 2013? Wir sind mittendrin. Herr Gysi, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Verlauf des Parteitags bis jetzt? Ich bin bisher sehr zufrieden. Die Linke hat hier heute einige interessante Konzepte vorgestellt, die auf einen heißen Wahlkampf 2013 hoffen lassen. Und gerade die CDU muss sich warm anziehen, wenn sie den linken Ideen von der sozialeren Marktwirtschaft noch was entgegensetzen möchte. Das war Caro Corneli für Extra 3. Von Caro Corneli und Jakob Lund. Deutschland sucht ja jetzt ein Atomendlager. Ab jetzt wird ganz unvoreingenommen gesucht und nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Ich weiß nicht, wie bislang gesucht wurde, aber offenbar sehr voreingenommen und unwissenschaftlich. Bayern hat ja bislang zum Beispiel immer gesagt, bei uns geht's auf keinen Fall. Atomendlager, macht's wo ihr wollt, aber nicht bei uns. Wir haben den Seehofer, mehr ausgebrannte Elemente können wir nicht verkraften. Kann man auch verstehen. Aber was ich komisch finde, dass sich kaum eine Region um dieses Endlager reist, wenn die mal nachdenken würden. Ja? Wenn man so ein Endlager hat, kommen pro Jahr etwa 50.000 Demonstranten. Die lassen im Schnitt, sagen wir mal, 150 € da. Das über 10 Jahre sind 75 Millionen €, die eine Kommune mit dem Endlager verdienen könnte. Also sagen wir mal, eine hochverschuldete Stadt wie Köln zum Beispiel könnte das gut gebrauchen. Und wer den Karneval da mal gesehen hat, der weiß, die sind so verstrahlt, wenn da mal ein Fass aufgeht, das wird auch keine Sau merken. Was sonst noch wichtig war diese Woche, das erfahren Sie wie immer bei Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Cool, CDU-Parteitag. Na, spielt ihr gerade 5 gegen Willi oder was?
Hier, Rotbirne. Wie ist die Stimmung? Wir stehen hervorragend da und haben so eine Stimmung so la 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 mo mau moll. So la 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 mo mau moll. Ja, klingt ja nicht so gut. Aber seid mal nicht so verbohrt. Entscheidend ist was anderes. Das Entscheidende ist, dass wir einer Partei klar machen können, dass wir einen Kompass haben. Genau. Sonst findet man ja auch die Partei vor lauter Buchstaben nicht mehr. Auf der Grundlage eines festen Kompasses. Einen festen Kompass. Und dieser Kompass, liebe Freunde, und dieser Kompass, der Kompass ist unveränderlich, weil wir unseren Kompass haben. Wow. Jetzt braucht ihr nur noch jemanden, der so einen Kompass lesen kann. Vielleicht einer von diesen Leichtmatrosen hier auf dem FDP-Parteitag. Ach nee, die haben ihren eigenen Kompass. Volle Kraft Richtung Schiffbruch. Lieber mal eine Wahl verlieren als den Verstand. Also bei Brüderle hat man eher das Gefühl, dass der bald beides verliert. Dass der immer so schreien muss. So geht das nicht, sich vom Acker zu stehlen, das Gegenteil zu betreiben, was man konkret gemacht hat. Hör mal, Rainer. Nur laut schreien ist doch lange keine gute Rede. Weißt du was? Ach ja, bei der FDP hat offenbar noch jemand den Verstand verloren. Die verflossene Politik des Hinwirkens auf Steuersenkungen ohne gleichzeitig durchsetzbare Ausgabenkürzungen war nicht meine Politik. Es ist jetzt Ende der Geduld und Ende der Fahnenstange. Und damit gehen wir zurück ins Funkhaus. Von Tobias Lütt. Philipp Rösler hatte ja eine flammende Rede angekündigt beim FDP-Sonderparteitag. Hier, Röslers nächster Liefertermin stand in der Süddeutschen Zeitung. Ab heute will die FDP liefern. Seine berühmte Worte waren ja: Schluss mit den Tränen. Es ist Zeit, die Taschentücher wegzustecken. Ich habe das mit den Tränen jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe bislang noch keinen getroffen, der der FDP irgendwie nachtrauern würde. Aber er meint ja auch gar nicht uns, er meint ja seine Parteifreunde. Stehen wir auf, gehen wir raus, kämpfen wir. Hat er gesagt, meine Güte, aufstehen, rausgehen und kämpfen. Wo habe ich sowas bisher gehört? Bei Jürgen Klinsmann und Josef Goebbels, glaube ich, bei den beiden, ja. Gut, da wird der Funke aber ganz schön übergesprungen sein, oder? Eigentlich müsste die Stimmung bei den Menschen super sein. Ist sie aber nicht. Ja, ist sie aber nicht, komisch eigentlich, ne? Dabei ist der Rösler ja ein geborener Komiker. Hier zum Beispiel, launige Seitenhiebe auf den Koalitionspartner CDU. Jetzt wird's schwer. Die kommen zur CDU. Ja, sie gibt's noch. Ja, da hat sich extra ins Manuskript geschrieben. Lacher abwarten. Ja? Nicht zu schnell weiter. Blöd, wenn kein Lacher kommt. Unter Comedians ist das schon ein geflügeltes Wort inzwischen. Röslern. Ja, wenn Gags nicht zünden, nennt man das inzwischen Röslern. Hab ich schon gehört. Ich hab geröslert wieder gestern in der Stadthalle. Keine Reaktion vom Publikum. Ich bin so abgeröslert, Alter. Aber was ist denn das auch für ein Gag, die CDU? Ja, die gibt's noch. Natürlich gibt's sie noch. Die legt übrigens gerade wieder ordentlich zu in den Umfragen. Während die FDP sich mühsam stabilisiert, bei 2%. Kein Quatsch. Aber Rösler kann nicht nur witzig, er beherrscht auch den pastoralen Ton. Und wenn man zu Boden geht und liegen bleibt, dann wird man angezählt. Dann werden einen viele aufgeben. Aber wenn man aufsteht und nie aufgibt zu kämpfen, dann, liebe Freundinnen und Freunde, kann man Großes und Großartiges bewegen. Das hat er so schön gesagt. Ich liebe das. Ergreifende Momente in der Politik, herrlich. Übrigens hieß es ja, das fand ich ganz unfair, Westerwelle und Lindner hätten dem Parteivorsitzenden Rösler die Show gestohlen. Stimmt nicht. Dazu braucht es keinen Westerwelle und auch keinen Lindner. Die Show gestohlen hat ihnen der Buchsbaum neben dem Rednerpult. Themenwechsel. Ganz anderes Thema, ernstes Thema. Rockerbanden versuchen im Moment in vielen norddeutschen Städten ganz offen an Einfluss zu gewinnen. Und das gelingt ihnen sogar. Es soll Städte geben, da überlegen sich Bürgermeister, den Hells Angels beizutreten, um überhaupt wieder irgendwas politisch gestalten zu können. Die Polizei schaut oft genug weg, wie zum Beispiel hier.
Sie wollten nichts Böses, aber dazu haben wir dann doch noch eine Frage, übrigens auch an die Polizei. Warum dürfen drei Hells Angels einfach so am Autobahnzubringer über sich statt die Straße sperren und die Polizei fährt vorbei? Doch ein wartender Autofahrer lässt sich das nicht bieten und startet durch. Ein Rocker versucht noch, ihn zu stoppen, aber es geht doch nichts über einen wendigen Kleinwagen. Was genau es mit diesen Rockerbanden auf sich hat, das erklärt uns jetzt die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Rocker. Rocker sind gerade voll angesagt und schießen an jeder Ecke wie Pilze aus dem Boden. An dieser Ecke auch. Als es noch keine Rocker gab, hatten der Puffpaule, der Drogenede und der Schutzgeld-Toni noch das Sagen in der Verbrecherwelt, hatten es aber voll schwer. Mussten ständig vor der Polizei weglaufen. Total anstrengend. Haben sich die drei gedacht, so geht das nicht weiter. Organisieren wir uns mal in einem Verein. Vielleicht die Interessengemeinschaft unorganisierter Kleinkrimineller e.V. Nanu, da macht ja gar keiner mit. Klingt der Name nämlich voll blöd. Lieber was, was alle gut finden. Rocker, die mögen alle. In Russland, Amerika und Deutschland. Schnell mal bei den Chefrockern in Amerika eine Vereinslizenz zum Rumrockern in Deutschland besorgt. Und schwuppdiwupp gibt's das Rocker-Baukastensystem zugeschickt. Da ist für alle was dabei. Was Schönes für Drogenede, was Schlaues für Puffpaule, Schutzgelderpressung für Dummies, was Warmes für Schutzgeld-Toni. Toll. Und für alle? Rocker-doof. Ne, stinkt natürlich. Voll cool. Sehen stinknormale Gangster plötzlich aus wie ganz nette Motorradliebhaber. Guck mal, erkennt die Polizei die Verbrecher gar nicht wieder. Und feiert sogar mit denen. So wie der nette Polizeipräsident von Hannover in dieser Rockerkneipe. Freuen sich der Puffpaule, Drogenede und Schutzgeld-Toni. Können sie sich als Rocker nun endlich wieder am helllichten Tag um ihre Geschäfte kümmern. Und der Polizei dabei auf der Nase rumtanzen. Und nächste Woche erste gleichgeschlechtliche Ehe unter Rockern geschlossen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Es ist Ihnen auch schon aufgefallen, oder? Es ist arschkalt geworden draußen. Da braucht man ordentliche Kleidung, wenn man draußen rumsteht. Normale Menschen freuen sich da, wenn sie was Warmes zum Anziehen haben. Eine Daunenjacke, Moonboots oder auch mal eine Fellmütze. Normale Menschen, aber eben nicht alle Menschen. Der ganz reale Irrsinn von Alicia Anker. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat gerade einen ganz besonders schweren Fall zu lösen. Es geht um diese neue Wintermütze. So schaut das dann aus, wenn man im Winter bei Eis und Schnee seine Ohren schützen möchte. Und bringt's was? Ja, die Ohren sind warm, also funktional kann ich damit zufrieden sein. Funktional, schön und gut. Sie mag ja auch warm halten, aber darum dreht es sich hier nicht. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen geht es eher um die Optik. Das ist die Optik, so ein bisschen Eitelkeit hat auch der Polizeibeamte sicherlich. Es ist ihm nicht egal, wie er aussieht. Wir sind mit der neuen Uniform eigentlich durchaus zufrieden. Aber diese Wintermütze, die ist nicht schön, wird auch nicht gerne getragen. Und zu Recht nicht. Schließlich, so meint zumindest der Fashion-Experte der Polizeigewerkschaft, ist so eine Mütze ja auch ein modisches Statement. Wenn man sich das Modell ansieht, denke ich mir, hat man sowas eher in den 40er und 50er Jahren gefunden. Wir sind auch nicht in Moskau, wo das vielleicht zur alltäglichen Ausstattung gehört. Genau. Erstens sind wir nicht in Moskau und zweitens ist die Polizei in NRW nun mal modebewusst.
Außerdem ist mit dem Thema nicht zu scherzen, denn so eine hässliche Wintermütze kann ganz schnell auch gefährlich werden. Da spielt es durchaus eine Rolle, dass die Kollegen auch die angebotenen Uniformteile akzeptieren. Und wenn das wie hier im Fall eben nicht ist, dann hat das zur Konsequenz, dass sie frieren. Und das sind arbeitsschutzrechtliche Dinge, die wir im Auge haben müssen als Gewerkschaft, auch als Personalräte. Und deswegen halten wir diese Mütze für nicht akzeptabel. Um arbeitsschutzrechtlich und modisch auf der sicheren Seite zu sein, haben die Polizisten einen Vorschlag gemacht. Die 15.000 Fellmützen kommen zur Altkleidersammlung und stattdessen werden diese hübschen Fließmützen gekauft. Die Fließmütze ist eine Lösung, die für sicher Akzeptanz findet. Das wäre zwar nicht ganz billig und die Ohren wärmt die Fließmütze auch nicht richtig, aber sie sieht eindeutig viel besser aus. Hamburg ist bald um eine Attraktion reicher. Bald ist sie da, die Elbphilharmonie. Im Jahr 2010 wird das Eldorado für Klassikfans. Entschuldigung, das war ein alter Moderationstext. Hier, Hamburg jubelt. Im Jahr 2013 ist es soweit. Nee, das ist noch nicht der aktuelle. Spätestens 2014 oder doch eher 15 wird die Elbphilharmonie. Das ist mir jetzt zu doof. Fragen wir mal unsere Zukunftsreporterin, die weiß genau Bescheid. Jasmin Al-Safi. Jasmin, sehe ich das richtig? Die Elbphilharmonie sieht ja immer noch so aus wie heute. Wurde gar nicht mehr weitergebaut? Doch, doch. Da hinten links beim dritten Fenster von oben wurde gerade vorgestern eine neue Dichtung angebracht. Ich weiß es nicht. Du bist im Jahr 2054 und die Elbphilharmonie ist immer noch nicht fertig. Das ist dann wohl Deutschlands älteste Baustelle. Nicht ganz. Es gibt ja auch noch Stuttgart 21. Nur mit dem Unterschied, dass es bei Stuttgart 21 nicht weitergeht, weil immer noch Leute dagegen demonstrieren und sich an Bäume ketten. Bei der Elbphilharmonie tut sich einfach so nichts. Die liegt einfach nur da und hofft, dass sich endlich jemand um sie kümmert. Eigentlich wie du immer, bei der Weihnachtsfeier. Ja, witzig. Ach, muss das sein jetzt hier. Es gucken Leute zu. Aber dieses jahrelange Hin und Her, das muss doch mittlerweile in die Milliarden gehen. Milliarden? Wir reden hier von Trillimillibilliziliarden. Milliarden Euro? Nee, nicht Euro. Hamburg hat doch schon lange kein Geld mehr. Hier zahlt man jetzt mit Pfandflaschen. Ah ja, ist klar. Jasmin, wo wir schon bei Flaschen sind nach gestern Abend. Was machen eigentlich die Holländer im Jahr 2054? Tja, die sind gerade zum 6. Mal Fußballweltmeister geworden. Was? Die Frauen natürlich. Ach so, natürlich. Vielen Dank, Jasmin Al-Safi aus dem Jahr 2054. So. Und das war's für diese Woche. Das war Extra, jetzt kommt Zapp, das Medienmagazin. Zum Schluss eine neue Folge von Neulich im Bundestag. Wieder mal eine Spezialausgabe von Jens Böttcher und Henry Sperling. Ich sag tschüss, bis nächsten Mittwoch. Frau Merkel, willkommen bei Deppen am Nachmittag. Reden wir Klarlack. Ist in der Politik eigentlich noch Platz für menschliches Zwischenmiteinander? Natürlich nicht, nur für echte Männerfreundschaft. Erzählen Sie doch mal. Na ja, bei George Bush zum Beispiel fühlte ich mich immer ganz wie zu Hause. Ah, der scheiß Kamin ist ja schon wieder nicht an. Zu blöd zum Tannenerpacken und so ein Vollhonfel König von Amerika sein. Na, die Angie hat mich schon sehr gern gehabt. Einmal hat die mir sogar tote Kröten ins Poesiealbum reingeklebt. Und wie sieht's mit Freundschaft zu den deutschen Kollegen aus? Total geil, wir verstehen uns alle blind. Verpiss dich sofort aus meinem Flugzeug, du Ackerquark! Aber wir fliegen doch schon, Angelika, und ich hab gar keinen Fallschirm mit. Macht nichts, wir sind doch über den Atlantik. Ach so. Wie schön. Und wie ist es mit den Kolleginnen? Auch immer so harmonisch? Ja, volles Rohr. Zum Beispiel mit der Uschi gehe ich regelmäßig kegeln. Ja, wir gehen oft kegeln. Aber ich würde halt auch gern mal die Kugel rollen und nicht immer nur einer von den Kegeln sein. Erschreckend. Also, so eine starke Frau wie Sie wäre ich auch gern. Das kannst du knicken, du Schnurrbart. Prima. Und nächstes Mal reden wir über Ihre Fernreisen mit ihrem allerdicksten Freund, zum Beispiel nach Polen. Hab ich ein Foto von mit? Da waren Sigi und ich zusammen am Nordpol.